Wir sind wieder da. Hallo. Die Inselfahrschule mit Nevermore. Also das gäbe jetzt schon mal 3 Punkte in Flensburg. Die nächste bitte links. Seit wann fahren? Sind wir auch schon mal durch den Tunnel gefahren? Ja, sind wir. Sind wir. Da habe ich, glaube ich, geschlafen. Das ist mal allerdings rückwärts. Jetzt sehe ich die Strecke quasi vorwärts. Das ist interessant. Falsch. Ja, ich wollte schon sagen. Was sind Zombie dann nicht, Oh. Was machst du da? Hier ist kein Platz zum Durchfahren. No shit, Sherlock. Die übelste Lenkung. Und du beschwerst dich über meine Fahrkünste in Saints Row. Ja, Gott. Was? Ist ja auch dein Auto mit Lenkung oder sind die alle ohne? Also ich würde vorschlagen, bleib auf der Straße. Was tust ja, das du ging da? Ja gerade nicht, die Straße war ja blockiert. Du musst ja außen rumfahren. Ah ja. Butz. Butz. What? Hallo. Ich krieg hier Schaden. Wir sind an einer Autotür hängen geblieben. Die war stärker als unser Auto. Ja. Ich will in meinem nächsten Leben auch eine Autotür werden. Oh, jetzt das war wahrscheinlich eine richtige Autotür, nicht so ein Pappauto hier. Also ein Gummiauto, so ein Holzauto. Ja. Oh, so. Unser anderes Auto steht auch wieder da. Oh. Honey, I'm home! So. Forever alone, oder was? Ja. Forever at home. Und Saft. So, mal schauen, wo der Saft... Wait, ich glaube, der kommt wahrscheinlich nach oben. Okay. Oder? Soll ich auch was... Achso. Ja, tragt ihr mal. Wait. Ich hab keine Ahnung, wo der Saft hinkommt. Ich weiß es nicht. Warum nicht? Wenn du das nicht weißt, wer weiß es denn dann? Wir sollten das doch dem Cinemoy bringen, oder nicht? Möglich. Der wollte doch Saft, oder nicht? War da nicht was? Vielleicht hat er aber auch gesagt, wo man den hinbringen soll. Ach so. Ihr habt nicht zugehört. Nee. What do we have here? Na, hier kann man es nicht abliefern, okay. Nee. Warum kann ich nicht springen, wenn ich den Saft in den Händen halte? Weil ich meine, der ich schwer kann ist. Und? Das ist kein Grund. Ja, doch. Ja, das Spiel schon. Nein. Nope. Ach, wie ihr so lang torkelt. Sehr hübsch. Doch. Die ist hier auch nicht jetzt. Der Blick, das ist so... Lalala. Guck doch mal auf die Karte. Ja. Hä? Ja. Ich loote mal wieder alles hier so. Oh, Verbände, okay. Vielleicht gibt es ja irgendwo Metal Scrap Schmerztabletten. Kann man hier hin. Hierhin. Nee, du bist eine Eule. Doch, du Cinnamoir. Huhu. Bester Anführer ever, oder was? Ja, der größte Anführer aller Zeiten. So, noch ein bisschen Metal Scrap hier irgendwo. Heavy Metal Scrap. Irgendwo wird es hier Metal Scrap geben. Ah, vielleicht verkauft der Wayne Waiting ja was. For other players to proceed. Ich befürchte, Ja, auf mich wahrscheinlich. Ja, du musst ja noch deine Questbelohnung abholen. Dein Geld. Wo muss ich denn hin? Wo seid ihr denn? Wo? Cinnamoir. Hä, ich denke, da konnte man es nicht abgeben. Nee, den Saft mussten wir unten hinstellen und dann hochgehen. Ach so, ja, warte, ich komm. Ich komm. Ich erscheine. Ah! Diese Steuerung, ne? Ey. Okay. Was krieg ich denn? Oh, Cash, danke. Ja, Cash in a Dash. Islands. Everything you bring disappears in a flash. Afraid to even think about it. But I don't think we have a choice. I need you to go look for supplies in the town. Oh fuck. Can you do this for us? How about no? Difficulty very hard. Recover the truck from the hotel's parking garage. Oh shit. Leading to the
the town is blocked. If anything. Und hier ist das eine Main Story Quest oder nur so ein Fetch some stuff and do some shit because we feel like it. Yeah! Keine Ahnung. Yeah! Da hat er keine Ahnung. So, ich muss hier runter und da. Ah ja, okay. Muss auch gerade mal hier ein bisschen Da sind die Saftdinger, okay. Brauche ich was Energy? Bestimmt. Muss mal gerade schauen, welche Waffen es sich lohnt noch zu behalten und oh shit. Dammit. Okay, wieder ein bisschen. Ah. Ja. Feeling Baseball. Bad. Morningstar. Erika. Erika, the Morningstar. Erika lasse ich nicht mehr los. Die gebe ich nicht mehr her. Und wenn du irgendwann viel zu viel Level hast und die nur noch... Das wird irgendwann passieren. Erika ist nur Level 9. Also dann musst du sie gehen lassen. Scheiße. Mochte Erika. Oh. Das Leben ist hart. Ey, ich... So. Hast du dein Tourette-Syndrom jetzt ausreichend... Was war das gerade überhaupt? Keiner wollte nachgeben. Wir wollten, also ich wollte aus dem Raum raus und Nevermore wollte in den Raum rein. Ja. Und das ging irgendwie nicht so einfach. Deswegen habe ich so komische Geräusche gemacht, um die Anstrengung dahinter zu unterlegen. So. Ja. Die. Okay. Mal gerade schauen, was ich... Mit Brass Knuckles, Driving Knife, na. Okay, jetzt Bullshit verkaufen. Batterie, brauche ich alle nicht. Hier, Mann, vernünftige Sachen bitte. Hell. Okay. Mindful Hammer. Gibt's nicht irgend... Achso, ich... Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Gucken, ob der Typ mir hier was verkauft. Engine Parts. Woher habe ich die Engine Parts? Gefunden? Wirklich? Okay. Aha. Yeah. Funktioniert denn das hier mit den, Ich komm nicht vorbei! okay. Wenn man da Sachen baut, bleiben die Stats von dem Base-Item erhalten oder ist das dann, Ich weiß es nicht. Da ich leider nichts bauen kann, weil mir Sachen fehlen, kann ich dir das nicht beantworten. Da sitzt einer. Hallo, wer bist du denn? Ach, Oma. Hallo, Oma. Oma. Oma H. Okay, das, ich glaube, das bleibt erhalten, so wie das hier in der Vorschau aussieht. Das ist Oma, die Oma. Das ist eine Hommage an Oma. Jetzt aber mal gut. Ich fang gerade erst an. Oh Gott. Rettet sich, wer kann. Da hab ich auch so ein Ding mit einer Batterie dran. Mann, ich will auch so ein Ding mit einer Batterie dran. Mir fehlt ein Metal Scrap. Heavy Metal Scrap. Metal Scrap. Slaughtering Baseball Bat. Das nenne ich doch mal eine Waffe. Ich hab noch ein Metal Scrap. Hallo.
Heyo. Hallo. Heyo. Möchtest du da was für haben vielleicht? Hm? Wenn ich wüsste, was. Zitronensaft habe ich im Angebot. Toll. Greif zu, du willst Zitronensaft. Ja. Wer jetzt auch eine Heavy Metal Gertrud hat. Nein, habe ich nicht. Doch. Ich hab ein Baseballbett mit Kreissäge dran. AKA Heavy Metal Gertrud. Das wird nicht funktionieren, wenn du den Trade nicht annimmst. Achso, ja, okay. Boah, jetzt muss ich hier irgendwie durch die Liste scrollen. Da. Dankeschön. Moment. Ich muss auch scrollen. Da, wie versprochen. Cool. Dankeschön. Zu freundlich. So. F. Und jetzt. Jetzt muss doch gehen. Yes. Warte mal. Wir warten. Was ist besser? Wahrscheinlich der Stufe 14. Dann nehme ich den doch. Die Ripper Gang sind wir jetzt. Okay. Yep. Yeah. Kann man den noch irgendwie reparieren? Yep. Yeah. Und upgraden? Yep. Dann auch machen wir das. So. Muss sich ja lohnen hier, ne? Ja. So, jetzt geht's los. Die Heavy Metal Gertrud Gang. Ist das nope. Teil. Zählt das doch. Als scharf? Scharfe Waffe? Als scharf? Als scharf. Steht doch dran hier. It's a sheep also weapon. Bei mir ist sie immer noch hier so ein Hammer. Bleeding Baseball Bat. Ja, weil ist ja jetzt was Scharfes dran, deswegen habe ich gefragt. Ja, bei mir ist sie trotzdem noch ein Hammer. Ja, bei mir auch. Schade. Es ist halt eine... Ich bin doch hier der Messerfreak. Aber egal. Ein gut. Baseballschläger mit einer Kettensäge, mit einer Kreissäge dran ist kein, kein Messer. Kein Messer. Schade. So, ich befürchte, wir müssen wieder zu Fuß. Was? Wieso? Ja, wir müssen zur Hotelanlage. Okay. Ah ja, die ist sehr hübsch. Hallo. Hallo. Aufi. Voll der Krach hier. Mal wieder hier hinsitzen ordentlich. Oh. Hallo. Das Tschüss. Ging schnell. Der Motto, hi, bye. So, ich sehe schon welche. Da war das Bein ab. Ih, sieht das eklig aus. Hihi. Hallo, Oscar Pistorius. Oh. Bin ich beide Beine ab? So, wir müssen hier lang. Follow me. Wieso müssen wir da lang, wenn die Map in die andere Richtung zeigt? Weil... Milch. Ich bin der größte Anführer aller Zeiten. Genau. What? What? Komm, krieg ich Wasserschaden. Na gut, dann halt nicht. Stirb. Der kriegt keinen Wasserschaden. Der ist im Kinderplanschbecken. Challenge finished. Dead Man Walking. What? Was für ein Challenge? Nee, ich habe keine Ahnung, was mir das Ding sagen will. Ich brauche einen Energy Drink. Scheiße. Hier finden wir bestimmt welche. Scheiße. Ja. Ups. Level Break? Up. Was heißt denn Break? Ich glaube, du hast da was kaputt gemacht. Sekunde. Oh, rutschen. Ein paar Nee, klappt nicht. Habe ich schon versucht. Jetzt Blunt Force, Stamina Force, Durability. Ja, das wäre mal eine Maßnahme. So. Was muss ich tun? Ah. Angreifen ich verteidigen. Am besten.
Ja, da stand irgendwas, aber ich konnte es nicht mal lesen. Es ist erst der linke Trigger und dann der rechte Trigger. Ich würde gerne diesen Energy Drink. Oh! Diesen Energy Drink da vorne holen, aber dann sieht mich der Zombie. Drink mit X. Sekunde, ich kümmere mich darum. Nee, ich habe schon wieder auf Tastatur umgestellt. Das ist ja peinlich. Ja, das ist peinlich. Das kann, kann ich auch keiner mit angucken, wie ich hier rumtorkel ohne... Hier ist Energy Drink. Ja, hab, ich bin fast voll. Ich bin quasi voll, ich bin... Du bist blau. Ja, genau. Ein ermüdendes Tauchermesser. Was? Stirb! Müssen wir hier runter? Waren wir hier nicht schon mal? Nee, zum Glück nicht. Was ist denn hier passiert? Ist das bei euch auch? Was denn? Und wir sind hier so schwarze Flächen am Boden. Nein. Und von unten nicht mehr. Von oben. Nein. Kann doch nicht lang gehen. Ach doch. Gucken wir mal nach, ob hier jemand auf Klo ist. Übrigens sinnvolle Toilette, wie ein U-Bahn-Eingang. Nope. Nope, alles sauber. Warum ist hier Stacheldraht auf dem Toilettenmülleimer? Warum ist da Stacheldraht drin? Warum nicht? Ja, weil... Weiß ich auch nicht. Ich hätte dafür gerne eine Erklärung. Klopapierersatz. Ey, das ist die Männertoilette. Wir müssen weiter. Ja, ihr wart auf der Frauentoilette, hallo? Ja, klar. Ja, wo denn sonst? Er da. Ja. Der alte Spanner. Oh, ich will hier. Lass mal den Onkel Doktor ran. Doktor B oder was? Ich höre den Drachen. Vom Zombie-Vulkan. Ja, der ist hier irgendwo. Ich sehe ihn. Kommt da Zombie-Lava raus? Ja, ich sehe ihn auch. Well, komm, wir schleichen uns von hinten an. Ich habe eine bessere Idee. Gibt es so ein Konzept wie schleichen? Ich habe 5 Molotovs. Okay. Ich will sehen, wie es brennt. Gespannt. Und ich. Den ersten wirft er jetzt gegen die Blume vor seinem Gesicht. Wo läuft es hin? Er muss näher ran. Die sind zum Werfen. Oh, was für ein Inferno. Alter Verwalter. Ich sehe das Feuer. The fire burns inside forever. Seht ihr das Feuer? Ich sehe es. It's crispy. Ach, das sind 2? Yep. Oh. Bitte zurücktreten, bitte zurücktreten. Ja, warte. Mehr weit zurücktreten. Ja. So. Crispy. Dankeschön für was Fähigkeitspunkte stehen zur Verfügung. Drücken Sie U. Putz. Volle Kanne aufs Maul. Challenge finish. Undead Presidents. Wie hießen die bitte? George und Bill oder wie? Was? Ein Insider. George Clinton und Bill Bush? Nicht? Nee, wer ist das? Kenn ich nicht. Macht nix. George W. Clinton und Bill Bush? Kennt ihr das? Du bist Bill Bush. Bill Bush Beutlin oder was? Lass das. Der war schlecht. Ich glaube, wir müssen. Da beschwert sich der Richtige. Ich wollte gerade sagen. So. So, wir müssen hier rein. Ja, dann machen wir. Aber nicht mehr in dieser Episode. Das machen wir in der nächsten. Wir gehen ins Hotel. Ich bin gespannt. Es wird hartes. Hartes Spiel. Hart. Härtest. Übelst härtest Spü. Seid mit uns auch in der nächsten Folge dabei. Let's survive Dead Island together.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ah, eine Ballerina. Eine Ballerina, Ballerina. Ja, das auch. Wenn man mal sagt, tschüss, benimm dich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.